Ah, es war Haruki übrigens. Das ist der beste Pikachu Yata. Der mein Nachbar. Ist das so ein grobes bisschen? Was? Hast du das jetzt so spezifisch ausgedrückt, dass es am Ende gar nicht mehr so was Besonderes ist? Oder ist es immer noch sehr besonders? Ja, das ist halt also. Es gibt keine Pikachu Yata. Der ist halt der beste bei Process Elimination. Also der war schon gegen, also die Erde, ich habe viel mit ihm gespielt und hat ihn glaube ich auf jeden Fall besser gemacht. Also du hast nicht gegen den besten Pikachu-Spieler Japans gespielt, sondern du hast den besten Pikachu-Spieler Japans zu dem gemacht, was er heute ist. Ja, ich habe ihn halt auch, ich habe ihn... Spielst du mit Pikachu? Auf meinem Pikachu-Spiel. Aber du hattest ja auch ein richtig knappes Set gegen Ansam. Das stimmt. Ist jetzt kaputt gegangen. Ja, okay, aber ey, es hat eine Zeit lang geklappt. Es hat sehr gut geklappt. Ey, Graphen? Oder bitte? Das gleicht ja richtig gut. Das ist eine extrem hohe Leitfähigkeit, wenn wir die lokalisierten Elektronen. Was heißt, ihr studiert das eben, glaube ich, über seinen Abschluss? Er hat ein paar Module gemacht, der ist nicht studiert. Er war anwesend. Ah, Mann. Ich meine, recht habt ihr. Anni, kannst du dir, wenn du meinen Controller mitnimmst, auch mal den Analogstick an? Ich weiß es nicht genau. Manchmal macht er so komische Double Jumps, manchmal hängen sie so drin und so, das ist weird. Ich weiß nicht, was da drin ist. Kannst du das nicht vorordnen? Wie kann man so gut sein wie Konstantin nicht regelmäßig seinen Controller in den Snap-Back? Weißt du, Beispiel, Kille, du hast gerade richtig Energie von so Leuten, die Fahrradlehnen arbeiten, wo du so hinkommst und die dir erst mal erzählen, wie du kannst da rum, ich weiß nicht, ob ich Smash gucke. Raus! Aber weißt du, man fühlt sich immer scheiße im Fahrradlehnen. Man hat immer das Gefühl, man wäre ein bisschen letzter. Aber weißt du, was besser? War das das Ding so? Ich rade halt nur Triathlon einmal die Woche und er fährt sie zur Arbeit. Ja, aber dann ist dein Fahrrad dasselbe wie meins. Das ist ja das Problem. Haust du jetzt ab? Ja, ich muss reinhauen. 1-0, aber unmöglich. Vielen Dank. Ey, wirklich. Das ist ja so krass, dass er für den krassen Interface ja alles aufgezogen hat. Es gibt dann immer so Anzeigen, so Winners Final und so. Das geht. Ja, aber das ist ja. Das ist ins Portfolio. Es macht auch richtig Spaß dazu zu gucken. Deswegen. Nein, wirklich. Wirklich so. Respekt an dich, dass du das jedes Mal so machst. Das ist wirklich cool. Das ist ja jetzt alles auf Warte. Da ist ein Gesicht im Hintergrund. Ja, weißt du welches? Nein, ich hab's noch nicht gesehen. By the way, das Spiel ist letzte Woche Sonntag 20 Jahre alt geworden. Und nächste Woche Sonntag, Donnerstag, nächste Woche Donnerstag wird es 100 Jahre alt. Das wissen viele nicht. Aber hier in Berlin... Nee, das Spiel nicht, nur hier. Nicht das ganze Spiel, ja. Aber es wird 100 Jahre Jedo in Berlin, in der Nährlingenstraße. Ja. Ja, so ist es nämlich. Was merkt man aus Mähling für Nintendo GameCube? In manchen Videos Jarlines geratet und als Personenkult übernehmen wir billige Schwerte. Das ist absolut richtig, Personenkult bei Özge finde ich wichtig und auch wichtige kommunistische Praxis. Aber man muss auch wissen, Jarlines sind die Unterarme des Gesichts, muss man auf jeden Fall auch sehen. Sie sagt Preis mit den Wangenknochen und hier alles klar. Finde ich gut. Ja.
Ja, ja. Okay. Ja, finde ich. Okay. Ja. Ich check dann einmal. Wen hat sie denn zu den Shoreline-Rage? Hallo. Was hier? Was sagt der Karius? Ja, wir reden über Jawline-Ratings von Risk. Jawline-Ratings, was hat sie gesagt? Das wissen wir noch nicht. Achso. Wir haben es erstmal eine allgemeine Verbindung. Muss wir die Worte haben. Und ich habe mich dafür ausgesprochen. Ich finde, Özge ist viel zu großer Simp auf Jawlines. Es reicht. Das hat der Chat auch gesagt. Ja, also es reicht. Konsti ist zu großer Simp auf den Chat. Also, ich finde, also Jawlines erstmal Major. Major Quelle von Insecurity für Männer. Ihr könnt einfach literally Bart wachsen lassen. Ich verstehe das nicht. Jeder. Also ich vielleicht. Danke, aber ich bin mir nicht sicher, wie ernst das hier genommen ist. Ja, Jawlines sind Insecurity. Also das kann ja auch nicht jeder so. Das ist ja auch nur eine Ausrede. Also Bart ist ja auch nur eine Ausrede für Leute, die keine Jawline haben. Aber wenn du beides nicht hast, dann hast du halt. Ich will doch Anni Tschüss Wie ernst wird was hier genommen, Akari? Oh, kommen die Liegestütze? Oh, Liegestütze? 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 Oh, Liegestütze! Liegestütze! Wann war die? Sein Vorstock. Hast du einfach Vorstock? Ja, ja. RIP! Let's go! Oh shit! Damn, Niklas, zieh die Jacke aus! Warte nochmal so, als wir laufen. Jetzt wird es ganz anders! Also wenn ich jetzt mal noch eine Drehjacke ziehe, Liegestütze machen, dann bin ich komplett durch. Okay, Niklas. Dusch für den Stream. Mach mal kurz den Stream, dass man sieht. Sag mal kurz, ob man sieht. Sieht man das? Ja. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10! Ja, 100! Nee, nur 10, aber... 10 hätten gereicht, Niklas. 10 hätten gereicht. Bei YouTube 10 raus.